Ja, das physiotherapeutische Management bei Ellbogenverletzungen und halt die Frage, was kann und was sollte berücksichtigt werden. Auch hierbei habe ich mich mit den Instabilitäten beschäftigt, beziehungsweise wozu diese halt führen können, also zum lateralen Ellbogenschmerz. Für die primäre Gelenkstabilisation wichtig ist das humero-ulnare, humeroradiale und radio-ulnare Gelenk, aber auch das mediale und laterale Kollateralband, die ventrale Kapsel und Membrana interossea. Ja, mehr oder weniger die statische Stabilität erfolgt durch die ventrale Gelenkkapsel, Ligamentum collaterale ulnare, Ligamentum collaterale radiale und Ligamentum annulare. Ein bisschen Anatomie muss da auch leider nochmal sein. Die valgusstabilisierenden Faktoren, das wird so ein bisschen unterschieden. Hierfür ist wichtig das mediale Kollateralband, die humero-ulnare Gelenkführung, Radiusköpfchen, ventrale Kapsel und auf die Muskulatur komme ich gleich zu sprechen. Und die varusstabilisierenden Faktoren halt über das laterale Kollateralband, auch wieder über die humero-ulnare Gelenkführung, ventrale Kapsel und die Muskulatur kommt jetzt einmal. Und zwar die Stabilisation vom medialen Bandapparat erfolgt über den pronator teres, flexor carpi ulnaris und flexor digitorum superficialis. Die Stabilisation des lateralen Bandapparates über den extensor digitorum communis, digiti minimi, carpi ulnaris und den anconaeus. Ja, auch wichtig hierfür sind Bizeps und Trizeps brachii und der brachialis, aber halt unabhängig von der Lokalisation, wo jetzt die Instabilität vorhanden ist, da sie halt fürs Gelenkschlusstraining wichtig sind und dementsprechend die Stabilität geben. Ja, wie können Instabilitäten entstehen? Haben wir gerade schon was zu gehört. Ausschlaggebend ist häufig die Bewegungstechnik. Nicht unbedingt, dass man sagen kann, dass sie richtig oder falsch ist in dem Sinne. Halt häufig auch durch eine immer gleiche Wiederholung, ob im Sport oder Beruf, kann halt eine Instabilität entstehen. Das Ganze führt natürlich zu einem Schmerz. Dadurch kommt es wiederum zur Hemmung der aktiven Stabilisatoren und dadurch zur Degeneration der passiven Stabilisatoren. Das Ganze kann dann eine Subluxation zur Folge haben, aber halt auch eine Epikondylopathie. Ja, wir haben es vorhin schon mal einmal gesehen, aber das kann man sich sonst noch einmal angucken, wie das hier beim Gewichtsheben natürlich durch eine traumatische Luxation entsteht. Und die Einteilung der Instabilitäten, zum einen in die mediale und posterolaterale Instabilität, aber auch noch mal ein bisschen abhängig vom Alter. Wie wir es vorhin schon gehört haben, beim Pinchers ist jetzt eher aus der amerikanischen Ecke, also es muss halt eine Wurfbewegung, wo eine Extension und Supination kombiniert auftreten sein. Dadurch kann es dann halt zum Abriss der Epiphyse innerhalb der Wachstumsfuge kommen. Jugendliche haben eine Instabilität posterolateral eher durch eine angeborene Radiusluxation, manchmal halt auch, wenn der Epiphysenabriss nicht behandelt wurde. Beim Erwachsenen wird die Einteilung nochmal von mediale und posterolaterale in akut und chronisch nochmal weiter unterschieden. Entsteht beim Erwachsenen die mediale durch einen Sturz auf den gestreckten Ellbogen, aber mit einer einwirkenden Valguskraft. Hierbei kann es zur Ruptur des Ligamentum collaterale ulnare kommen und teilweise halt auch mit Einblutung und Schädigung der Flexion und Pronation. Bei der posterolateralen akuten Instabilität, auch diese entsteht durch den Sturz auf den gestreckten Arm, aber halt mit Varuskrafteinwirkung und es kann zur Ruptur des Ligamentum collaterale radiale kommen. Auch hierbei zu Einblutungen mit Schädigung der Extensoren oder halt auch teilweise am knöchernen Ausritz. Häufig sind hierbei auch Komplexläsionen durch Luxation und Frakturen. Die chronische Instabilität medial entsteht halt häufig auch bei bestimmten Sportarten, wodurch eine Valgusüberbelastung durchgeführt wird, also das heißt eine Wurfbewegung mit Flexion und Pronation oder halt auch arbeitstechnisch. Und die posterolaterale chronische Instabilität entsteht dann eher durch Mikrotraumata, wenn die häufige Bewegung von Pro- und Supination in Verbindung mit Extension durchgeführt wird. Das Ganze halt auch entweder beruflich oder sportlich bedingt und auch Hypermobilitäten können halt dafür sorgen, dass eine Instabilität entsteht. Ja, beim Trainingskonzept, wir haben ja vorhin viel zu Operationen gehört, ich beschäftige mich da jetzt gar nicht so viel mit. Im Grunde ist es natürlich auch nicht ganz unterschiedlich, je nachdem, was vom Operateur vorgegeben wird. Wichtig ist aber halt, dass wir möglichst schnell passiv bewegen dürfen, damit genug Synovia produziert wird, keine Crosslinks entstehen
und wenn möglich halt auch aktiv, da das Ellenbogengelenk halt schon zu Kontrakturen auch neigt. Stress und Dehnung auf die Bänder sollte zunächst vermieden werden, aber das nicht nur im operativen, sondern auch im konservativen Konzept. Ja, wenn nicht innerhalb, also die Nachbehandlung beim konservativen Bereich ist halt, wenn der frühfunktionelle, also der funktionelle Bogen, wenn der möglich ist, muss meistens auch keine Operation durchgeführt werden. Wenn hier keine Instabilität ist, keine knöchernen Strukturen verletzt, dann kann der Patient im Alltag zurechtkommen. Und wenn außerhalb des Bogens halt Instabilitäten vorliegen, kann eine Orthese das Ganze limitieren, dass trotzdem der Alltag durchgeführt werden kann. Der Bogen liegt zwischen 30 und 130 Grad Flexion und wichtige Dinge wie hier jetzt zum Beispiel Essen können dann durchgeführt werden. Wichtig ist halt, die frühfunktionelle Nachbehandlung ist dann auch laut Studien hierbei am effektivsten und sollte auch entsprechend so durchgeführt werden. Das Trainingskonzept unterscheidet sich dann etwas nach der Lokalisation. Das heißt, bei der posterolateralen Instabilität wird darauf geachtet, dass das Training halt mit möglichst wenig Varusstress durchgeführt wird. Das heißt zum einen über die Aktivierung der Extensoren mit einem entsprechenden Widerstand, der dann angepasst werden kann und halt auch zum Beispiel um eine Unterstützung des lateralen Kollateralbands zu erwirken. Das Ganze dann auch nochmal ein bisschen in Verbindung mit einer Kräftigung des Ankonaios, um einfach mehr die Stabilität zu verbessern. Bei der medialen Instabilität versuchen wir das Training mit möglichst wenig Valgusstress durchzuführen. Das heißt, im Bereich der Pronation wird gearbeitet, aber halt auch im Flexorenbereich. Hier können natürlich verschiedene starke Gegenstände auch benutzt werden und alles dann natürlich auch in Eigenübungsprogrammen. Außerdem effektivvoll ist es halt in Supinationsstellung zu üben, um das mediale Kollateralband zu entlasten. Ja, auch Bizeps, Trizeps sollten mit trainiert werden. Das kann über einfache Ballübungen durchgeführt werden, je nachdem, wie weit der Patient natürlich auch ist. Oder halt wie hier beim Rollen mit dem Ball, wo dann noch zusätzlich das Körpergewicht auf das Gelenk trifft. Ja, die inter- und intramuskuläre Koordination natürlich insgesamt ohne Berücksichtigung der Lokalisation. Halt über den Flexibar oder halt auch hier, wo ich konzentrisch, exzentrisch oder isometrisch arbeiten kann, bieten sich dann da an. Im Vierfüßlerstand, natürlich muss man schauen, wie weit sich der Patient da befindet. Wichtig immer, dass halt zunächst statisch gearbeitet wird und immer erstmal innerhalb der geschlossenen Muskelkette. Solche Sachen wie hier auf verschiedenen wackeligen Untergründen wird natürlich immer erst relativ am Ende durchgeführt. Wichtig auch hier nochmal ein bisschen zu unterscheiden, das heißt, bei der posterolateralen Instabilität wird die Innenrotation möglichst vermieden im Bereich der Schulter und bei der medialen die Außenrotation der Schulter und die Supination möglichst wenig eingestellt bei den Übungen. Ja, dann haben wir hier auch ein sehr schönes Gerät, das ist der Reformer, das ist eigentlich ein Pilates-Gerät, wo man halt ein sehr schönes Training durchführen kann. Zum einen haben wir hier eine mobile Platte, die mit entsprechenden Zügen geregelt werden kann. Das sieht man hier auch. Und natürlich haben wir halt nochmal das eigene Körpergewicht und man kann hier viel für die Stabilität tun. Hier etwas einfacher, also das heißt mit wenig Körpergewicht, nur mit Zug. Hierbei habe ich schon die Stabilität der Platte, die ich mittragen muss, plus das Körpergewicht. Und das hier ist eigentlich die schwierigste Übung, weil ich halt unheimlich viel arbeiten muss, aber natürlich auch in der Schulterblattmuskulatur und vor allem auch in der Rumpfmuskulatur, um halt den Zug von der Platte zu halten und gleichzeitig die Stabilität der oberen Extremität zu halten. Ja, das Ganze im Training sollte natürlich vor allem in der dynamischen Richtung immer angepasst sein, wie zum Beispiel hier, ja, je nachdem, wo der Patient sich befindet bzw. hin möchte, wie der Pianetta, der gerne wieder in den Boxring möchte, dass entsprechend funktionell natürlich dann auch das Ganze wieder auftrainiert wird. Ja, kommen wir zum lateralen Ellbogenschmerz. Dieser kann natürlich entstehen durch eine nicht behandelte Instabilität. Wird dann auch bezeichnet als laterale Epikondylopathie. Es ist wohl schon häufig zunächst ein entzündlicher Prozess, der aber nachher dann eher in einen degenerativen übergeht, wahrscheinlich dadurch, dass die Belastung der Strukturen oder Überbelastung halt auch weitergeführt wird, entweder durch Beruf oder halt das Hobby. Ja, häufig haben wir hierbei natürlich nicht nur einen Muskel betroffen,
Der Extensor carpi radialis brevis und Extensor digitorum sind oft dabei gemeinsam betroffen. Das liegt aber halt auch an ihrer anatomischen Verbindung, wie hier so schön aufgemalt wurde. Sie liegen halt sehr nah aneinander und außerdem können halt noch andere Muskeln bei der Kontraktion auf sie eindrücken. Auch eine Nervenkompression vom posterioren Ast des Nervus radialis kann halt bei wiederholter Pronsupinationsbewegung den lateralen Ellbogenschmerz mit auslösen. Ja, das Wort Schmerz wird jetzt oft gesagt, entsprechend, das liegt auch hier im Vordergrund bei der Behandlung. Effektiv ist es wohl, wenn man parallel mit Querfriktion und Dehnung längs oder quer arbeitet, um hier eine Schmerzlinderung zu erreichen, aber auch Übungen, die eine geringe Intensität haben, sind hierbei schmerzlindernd einzustufen. Über Triggerpunkte kann natürlich auch gearbeitet werden. Man muss hierbei aber bedenken, dass tatsächlich über 30 Muskeln in den Ellbogen ausstrahlen können. Und häufig handelt es sich halt wie hier um ein zusammengesetztes Schmerzmuster aus verschiedenen Muskeln, die dann halt alle auch entsprechend erstmal rausdiagnostiziert und dann entsprechend behandelt werden müssen. Man kann Triggern auch etwas anders machen, zwar mit dem Flossing. Das heißt, dass ich einen Gegenstand, wie zum Beispiel eine Murmel, auf dem Schmerzpunkt einflosse und habe dann quasi den Druck vom Therapeuten konstant und der Patient kann dann entsprechend über die Funktion oder Dehnung des Muskels arbeiten. Ja, wenn ich eher einen Schmerz bei der Greifaktivität anhabe, dann bietet sich halt diese Technik an, das heißt, dass ich über einen Lateralschub hier arbeite, entweder macht es halt der Therapeut oder der Patient nachher als Eigenübung selbst. Wichtig ist immer, dass hierbei schmerzfrei gearbeitet wird, komplett, und der Patient dann erst in die Aktivität reingeht. Und das Ganze dann in Eigenübungen sollte das halt an der Wand durchgeführt werden. Ja, jetzt habe ich viel davon berichtet, was alles durchgeführt werden muss. Kommen wir einmal zu dem, was beachtet werden sollte. Und das ist, dass der Patient, wenn er Übungen vor der Verletzung nicht konnte, dann braucht er vielleicht nachher auch ein wenig Hilfe dabei, um diese durchführen zu können. Ja, und dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.